Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Ich bin Ursula Heitz, die Leiterin des Kompetenzzentrums Integration. Das Thema heute: eine vielfältige Gesellschaft in der Berichterstattung Medien. Jetzt komme ich ans Ende und überlasse das Wort meiner Chefin Franziska Teuscher, Gemeinderätin. Herzlichen Dank. Werte Forumsteilnehmerinnen und Teilnehmer, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medien, liebe Mitglieder der Fachkommission für Integration. Auch ich begrüße Sie alle sehr herzlich zum 14. Forum für Migrantinnen und Migranten der Stadt Bern, das sich dem Thema Medien widmet. Gesichter und richtig gewählte Zitate machen eine gute Berichterstattung aus. Menschen kommen in den Medien als Fachleute, als Beobachter, als Anwohnerinnen oder als Betroffene zu Wort. All diese Menschen machen trockene oder schwer fassbare Materie für uns Medienkonsumierenden fassbar und auch interessant. Ein St. Galler Architekt, der in der Stadt Bern wohnt, der soll sich auch zur Neugestaltung des Breitrheinplatzes äußern. Aber auch eine portugiesische Architektin, die bereits seit einigen Jahren in der Stadt Bern wohnt, auch sie soll sich zu einem Projekt in der Stadt Bern äußern, als Fachperson, aber auch als Bewohnerin unserer Stadt. Heute wollen wir miteinander darüber diskutieren, in welcher Weise, wann, ob und wie jene rund 45.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Bern in unseren lokalen Medien erscheinen, die selber migriert sind oder deren Eltern im Ausland geboren sind. In diversen Forschungsprojekten der letzten Jahre wurde bestätigt, dass die Darstellung von Migrantinnen und Migranten in der Berichterstattung in den Medien oft einseitig, ja sogar klischeehaft ist. Heute wollen wir uns nicht mit diesem Thema in dieser Richtung befassen. Wir wollen nicht Missstände thematisieren oder beklagen. Das Ziel des heutigen Forums ist es, einen Austausch zwischen Medienschaffenden und Migrantinnen und Migranten zu ermöglichen und gemeinsam neue Ideen zu entwickeln und neue Wege zu diskutieren. Verehrte Anwesende, wie informieren Sie sich über das Tagesgeschehen, über das, was in Bern läuft? Wieso nutzen Sie die einen Medien und die anderen nicht? Spielen dabei die Sprache und die Bilder eine Rolle, warum Sie ein Medium konsumieren, oder ist es vielleicht die Themen, die Sie finden, die sei in einem bestimmten Medium speziell gut abgedeckt? Heute können Sie über Ihre Präferenzen in Sachen Mediennutzung diskutieren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kompetenzzentrums Integration haben uns ein spannendes Programm für den heutigen Freitagabend zusammengestellt und ich möchte Ihnen allen herzlich danken für die Vorbereitung dieses Forums. Das braucht immer viel Zeit neben dem Tagesgeschäft und ich bin sehr gespannt auf den heutigen Abend. Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen allen und ich freue mich, dass wir uns zu diesem spannenden Thema Medien und Migrantinnen und Migranten austauschen können. Dazu haben wir als Fachleute eben die Vertreterinnen und Vertreter der lokalen Medien eingeladen und ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben, alle hier zu uns ins Kornhausforum zu kommen. Wenn Sie nicht gekommen wären, hätten wir diesen Anlass nicht so gestalten können. Journalistinnen und Journalisten sind ja immer sehr viel beschäftigt und deshalb möchte ich Ihnen auch im Namen der Stadt Bern herzlich danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend mit uns dieses Thema Migrationsbevölkerung und Medien anzugehen. Aus Ihrem großen Erscheinen und aus der Anzahl der Anmeldungen denke ich aber auch, dass auch Sie gefunden haben, das ist ein spannendes Thema. Es lohnt sich, hierher zu kommen ins Kornhausforum und sich auszutauschen mit den Migrantinnen und Migranten unserer Stadt. Ich persönlich würde mich freuen, wenn ich in einem Radiobeitrag in der nächsten Zeit
einmal eine Stimme hören würde mit albanischen, türkischen oder spanischen Akzent, und zwar ganz selbstverständlich neben Akzenten aus der Schweiz, beispielsweise als neben einem Beitrag in Walliser Deutsch oder auch einem Beitrag in Berndeutsch. Ich wünsche mir einen sehr spannenden und vergnüglichen Abend und ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen. Herzlichen Dank.